Laws of Attraction von Simone Alkeles. Carlos Fuentes ist alles andere als froh darüber, Mexiko zu verlassen und das neue Leben zu beginnen, das sein Bruder Alex für ihn geplant hat. Carlos mochte seine Freiheit, auf dem schmalen Grat leben, genau wie Alex es getan hat. Kiera Westford redet nicht viel. Sie zieht es vor, die Welt auszuschließen. Und als Carlos in ihr Leben stolpert, versucht sie vergebens, ihn zu verstehen. Carlos ist sich sicher, dass Kiera glaubt, sie sei zu gut für ihn. Was ihm auch gerade recht ist, denn er ist sowieso nicht interessiert, richtig? Aber als die beiden sich einander endlich öffnen, sind beide von der Verbundenheit, die sie fühlen, schockiert. Können sie ihre Ängste überwinden und realisieren, dass sich Gegensätze manchmal tatsächlich anziehen? Rules of Attraction ist der zweite Teil der Reihe von Perfect Chemistry, also Du oder das ganze Leben. Das Buch ist noch nicht auf Deutsch erschienen und ich weiß auch nicht, wann es auf Deutsch erscheinen wird. Das Einzige, was halt bekannt ist, ist, dass die Autorin Simone Alkeles heißt und das Buch im Original Rules of Attraction heißt. Also, eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass das Buch eine Art Wiederholung des ersten Teils werden würde. Wieder einer der Fuentes-Brüder, wieder steht er in irgendeiner Weise mit einer Gang in Verbindung, bliblablub. Aber es gibt einen sehr großen Unterschied. Kiera ist so ziemlich das Gegenteil von Brittany. Sie ist absolut nicht beliebt und sie achtet auch so ziemlich gar nicht darauf, ob sie gut aussieht. Deshalb ist Carlos auch zu Anfang absolut nicht interessiert, was das ganze Buch wieder zu etwas Neuem gemacht hat. Mir persönlich hat dieser Teil sogar noch ein bisschen besser gefallen als der erste, da ich einfach Kiera sehr viel sympathischer fand und mich besser mit ihr identifizieren konnte. Aber das ist wirklich Geschmackssache. Außerdem war diese ganze Wettgeschichte hier natürlich kein Faktor, der Carlos beeinflusst haben könnte. Und das fand ich irgendwie auch besser so. Das Buch ist auch sehr viel humorvoller als der erste Teil, denn die Dialoge von Carlos und Kiera waren einfach wirklich amüsant, vor allem, weil die beiden sich zu Beginn immer ein paar Streiche spielen. Und das war wirklich süß. Allerdings muss ich sagen, dass der erste Teil ein klein wenig actionreicher war. So mit dramatischem Finale und allem. Auch hier gab es zum Ende hin natürlich eine Hebung der Spannung, aber hier wusste man irgendwie bereits, wie das Ganze ausgehen würde. Toll war auch der Epilog, ganz besonders der letzte Satz. Aber ich will ja jetzt nicht zu viel verraten. Was das Cover angeht, so muss ich sagen, dass es einfach perfekt gewählt worden ist. Hut ab vor der Person, die sich das überlegt hat. Das Ganze stellt nämlich eine Szene des Buches dar, fast schon die Szene, und die Sache mit den Autos ist auch wieder total passend. Und genau wie bei Perfect Chemistry hat auch hier der Titel wieder einen engen Bezug zum Buch. Die Rules of Attraction werden immer wieder angesprochen, sodass der Titel nicht nur gut klang, sondern auch Sinn machte. Ja, insgesamt kann man eigentlich sagen, dass Rules of Attraction einfach ein wirklich gelungener Folgeband von Perfect Chemistry ist, der eine ähnliche Liebesgeschichte erzählt, aber mehr durch Witz und Charme überzeugt als durch dramatische Schießereien. Und ich gebe dem Ganzen 9 von 10 Sternchen.